Dö. Oh mein Gott. Jetzt sind wir in der Truhe. Hahaha. Und du kommst hier nie wieder raus. Ja. Oder auch nicht. Du kannst immer hin und her wechseln. Naja. Wenn ich dich lasse. Das ist die Zauberschatulle. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt. Du kannst hineinschauen, um zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Um zu zaubern, wählst du in der Utensilienkammer die Schatulle an. Tutorial jetzt zu Beginn. Ist wichtig. Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deine Attacken. Hurra! Dies ist der Ego-Spiegel. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glücks- und Erfahrungspunkte. Mhm. Das ist das Optionsmenü. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Machen wir aber nicht, weil die Steuerung ist so schon eigentlich ideal, wie sie ist. Dies ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung in Labyrinthen. Dies ist das Buch der Aktionen. Es enthält Hinweise zu all deinen Aktionen. Toll. Auf in den nächsten Raum! Dies ist die Utensilienkammer. Oder auch Dinge, die da oben eben eingeblendet war. Um die hier aufbewahrten Dinge anzuwählen, drücke den A-Knopf. Um jemand einen Gegenstand zu geben, musst du ihn vorher auswählen. Wenn du die L-Taste drückst, wird der Gegenstand beschrieben. Das gilt für Dinge, Zauber, Rüstungen und Waffen. Hinter mir ist das schwarze Loch. Es verschluckt alles. In jedem der drei Räume gibt es so ein schwarzes Loch. Um etwas loszuwerden, rufe mich, wenn du bei dem Loch bist. Auf in den nächsten Raum. Juhu. Waffen. Dies ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Um im Kampf bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Dies ist die Rüstkammer. Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Auf in den nächsten Raum. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du solltest nochmal in die Waffenkammer gehen. Dort wirst du etwas ganz Besonderes finden. Du wirst es ganz sicher mögen, Lachs. Oh ja. So, und jetzt können wir uns hier umgucken. Das ist jetzt nur zu Beginn des Spiels so, dass wir tatsächlich in der Truhe auf die Art und Weise herumlaufen. Also, dass wir richtig unsere Spielfigur steuern. Später wird Fluffy unser Cursor sein, damit wir hier auch ein bisschen schneller uns durchmanövrieren können. Ich weiß gar nicht, nö. Er hat zwar gesagt, guck dich ruhig ein bisschen um, aber jetzt mit irgendwas interagieren kann ich hier sowieso nicht. Deswegen gehen wir mal direkt in die Waffenkammer. Das sieht man auch an den Symbolen oberhalb der Tür. Also das hier oben soll so ein Stab sein, das hier ist ein Item halt und das hier soll eine Rüstung symbolisieren. Deswegen, naja, gehen wir jetzt mal in die Waffenkammer. Genau, und in der Kammer sieht man jetzt hier links die Feder für das Zentrum, also dort, wo der Schreibtisch steht und so weiter und so fort. Ja. Und das blinkende Ding hier weckt doch irgendwie mein Interesse. Lachs, du hast das Siegel gebrochen. Hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemand, dem ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt. Wirst du meine Gaben nutzen? Ja klar. So nimm mich in die Hand. Ich werde dir von Nutzen sein. Lachs erhält eine Waffe! Ob das jetzt so gut war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber gut. Wir sind ja kein kleines Kind mehr, von daher ist das schon einigermaßen in Ordnung. Auch wenn wir recht jugendlich sind, aber ich glaube, das ist auch für damalige Rollenspiele recht normal gewesen. Hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, man soll sich ja mit dem Helden identifizieren können. Und die Hauptzielgruppe für solche Spiele war ja nun mal die, das waren nun mal die Leute zwischen 10 und 20, könnte man so ungefähr sagen, glaube ich. Also, ich glaube, das kommt so einigermaßen hin. Ja, doch. Hauptzielgruppe. Doch, wirklich. Sieh an. Es scheint, als ob er Gefallen an Lachs findet. Du bekommst Gesellschaft, Lachs. Geh nach draußen. Wie alt war ich, als ich das Spiel gespielt habe? Ich musste ja 10 gewesen sein. Knapp 10. Doch, ich glaube, das kommt sogar sehr gut hin. Kann sogar sein, dass ich Terranigma zu meinem 10. Geburtstag bekommen habe, aber da bin ich mir jetzt nicht so 100%ig sicher. 96? Doch, wow. Lang ist's her. Lachs, bist du in Ordnung? Ich habe dich überall gesucht. Huch, was ist das für ein Ding? Danke für die nette Begrüßung, anmutige Sterbliche. Puh. Hat die noch nie den rosa Knuffelfluffelwesen in der Luft schweben sehen? Also echt mal. Es scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Spürst du auch diese Kälte?
Lachs, lass mich nicht allein. Hoppla! Melina? Was ist los, Melina? Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan. Du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurückverwandelst. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück! Was, wie, wo? Fluffy, was? Wo bist du? Eine Freundin, also ein Eis am Stiel als Freundin, das ist schlecht. Melina, was habe ich getan? Entschuldigung, bin glaube ich gegen das Headset gekommen. Der Weise. Er hatte die Truhe versiegelt. Er hat magische Kräfte. Vielleicht konnte er der Eisstarre entgehen. Melina, sie zeigt mir die kalte Schulter. ja, gut. Schlecht. Das könnte sich negativ auf unsere Beziehung auswirken, jetzt da sie so ein ganz klein bisschen frostig zu uns ist. Es herrscht eine frostige. Egal. So. Lassen wir die schlechten Eiswitze. So. Weiser? Nix weiser. Truhen kann ich auch nicht öffnen, verdammt. So. Da. Überall. Was ist passiert? Sag doch etwas, sprich mit mir. Was ist passiert? Sag doch etwas. Nein, gut, okay. Was ist passiert? Wäre total lustig, wenn man die jetzt irgendwie komplett zu Klump hauen könnte, oder? Aber. Ja, total lustig, Hering, aber na gut, egal. So, Weiser. Weiser, du lebst? Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender! Du hast diese Situation heraufbeschworen. Diese Tür sollte verschlossen bleiben. Ich hatte große Angst. Aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Ich sage einfach mal Nein. Weiser, warum rettest du nicht die Welt? Du hast Erfahrung. Bestimmt. In meinem Alter? Du respektloser Lümmel! Komm in meine Kammer, wenn du deine Meinung geändert hast. Also echt mal. Die Helden von heute, die wollen nichts mehr selber machen. Ist ja... Unglaublich. Gut, ist ja lustig. Genau. Ich muss erst zustimmen. Ansonsten passiert ja nichts. Ja, oder wir leben halt in einem Dorf voller zu Eiserstarter Typen. Das ist, glaube ich, schlecht. Deswegen wollen wir die Welt vielleicht doch retten. Oder beziehungsweise unser Dorf. Hast du deine Meinung geändert? Ja. Ja, ich will sie notgedrungenermaßen retten. Weiser, sag mir bitte, was zu tun ist. So sei es. Verlass das Dorf, Lachs. Du wirst 5 Türme finden. Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. Ich erkläre dir nichts mehr. Nein, ist gar nicht meine Aufgabe. Ich bin ja nur ein weiser Mensch. Was gibt es, Lachs? Frage nach Turm. Was haben diese Türme zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Niemand setzte jemals einen Fuß nach draußen. Man sagt, jeder von ihnen kontrolliert Lebewesen. Das ist alles. Die Antwort wirst du in den Türmen finden. Aha. Frage nach Truhe. Weiser, die Truhe. Was hat es mit ihr auf sich? Die Truhe stammt aus der Oberwelt. Öffnet man sie, so wird das Gleichgewicht der Unterwelt gestört. Doch du wirst bald mehr über ihre wahre Bedeutung erfahren. Aha. Gehen. Weiser, ich bin müde. Schließe deine Augen, ich werde dich heilen. Lachs ist wieder genesen. Ein Schläfchen im Bett kann dich auch heilen. Der Kristallspeer gibt dir verlorene Kräfte wieder. Willst du dich selbst heilen, so ist eine der Knollen. Geh nun. Okay, alles klar, aber vorher, Plünderparty. Der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. Lachs erhält 50 Taler. Wuhu. Der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. Lachs erhält Heilknolle, oh mein Gott. So, jetzt sind wir perfekt ausgerüstet. Und jetzt können wir uns auf den Weg machen, ein wunderbares Abenteuer zu bestehen. Tralala.
Was ist das? Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. Oh ja, aber vorher werden wir noch etwas anderes nachschauen. Ihr seht das hier in dem Dorf. Alles zu Eis. Sogar die Hühner. Alles. Eisig. Frostig. Überhaupt. Und so weiter und so fort. Ein Dorf, in dem man absolut nicht leben möchte. Außer die Kürbisse? Oh, die jetzt was anderes sagen? Das wusste ich gar nicht. Das Licht aus dem Haus des Weisen ließ jeden zu Eis erstarren. Hast du das getan? Ja, bist du etwa, also... Du, das kann ja mal gar nicht sein. Das sagen einfach jetzt wirklich alle Kürbisse was anderes? Das habe ich noch nie im Leben gesehen, oh mein Gott. Moment. Dup, 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 dup. Ich entdecke das Spiel vollkommen neu. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Okay. Naja, der hat ja auch nichts gesehen, der Kürbis da, glaube ich, deswegen. Dieser Weg war umsonst. Ja, ist klar. Nee, ja. Alle zu Eis erstarrt, außer... Das Orakel? Hehehe, Lachs, du, ich werde in deine Zukunft schauen. Wir haben hier sonst keine Probleme. Die Kugel verrät mir deine Zukunft. Deine Glückszahl ist die 4. Ach so. Ich sollte morgen wohl mal wieder Lotto spielen. Naja, okay, so. Also das Orakel ist ganz offenkundig nicht zu Eiserstart und... Tada! Der Händler ist natürlich auch übermächtig, nicht zu Eiserstart. Und die Magier natürlich auch nicht. Gut, also insgesamt gesehen immer noch genug Leute, um irgendwie einen gepflegten Pokerabend zu machen oder so. Von daher, ja, ist nicht alles so schlimm, wie alle immer sagen. Also man muss auch mal die positiven Seiten im Leben sehen. Also die positiven Dinge im Leben. Das ist definitiv von Vorteil. Gut, ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, na gut, wir sind jetzt lang genug hier im Dorf gewesen, hier. Verlassen jetzt das Dorf und befinden uns jetzt, ja, wie der Weise schon gesagt hat, also ich glaube auch vorher, es war nie die Rede davon, oder? Nicht so richtig, aber irgendwie wussten die Spielfiguren anscheinend doch Bescheid oder so. Krista ist ein Dorf in der Unterwelt, das einzige Dorf in der Unterwelt. Scheint so, oder zumindest wissen wir es noch nicht besser, wir können es noch nicht besser wissen, weil wir das Dorf noch nie vorher verlassen haben, egal. Das hier, ja... Logischerweise die Unterwelt und über uns die Oberwelt. Also das, was wir dort oben sehen, das Blaue, das ist nicht der Himmel, sondern das ist eigentlich, so stelle ich mir das vor, das ist das Meer oder der Ozean. Also gewissermaßen, ne? Ich glaube, das kommt so ein bisschen hin, diese schwarzen Schatten, das sind vielleicht so die Umrisse der Kontinente unter Umständen, die ja immer noch irgendwie in der Oberwelt vorhanden sein müssen, aber irgendwie auch nicht, aber auch das werden wir noch sehen. Jedenfalls deswegen diese komische Krümmung und deswegen sieht das so seltsam aus. Wir bewegen uns quasi gesehen im Inneren einer Kugel. Logisch. Der Erde halt. So. Genug erklärt. Die Unterwelt ist ein relativ freudloser Ort. Überall öde Kristalllandschaften und Lavaseen und alles irgendwie hässlich und böse und gibt übrigens keine Zufallskämpfe oder sowas. Nein, aber... würde auch bei diesem Spielsystem nicht wirklich Sinn machen. Ich glaube, das erschließt sich euch dann später noch ein bisschen. So, und das, was wir hier haben, ist natürlich so ein ominöser Turm. Und da wollen wir doch einfach mal reingehen. Turm 1. Jo. Imposantes Ding. Das also meinte der Weise, als er Turm sagte. Welch ein unheimlicher Ort. Bestimmt, eigentlich. Er hat in seinem Leben auch noch nie einen Turm gesehen oder so. Von daher... Lachs müsste der weltfremdeste Mensch überhaupt sein, wenn er irgendwo, also wenn er generell irgendwo ist, weil er hatte noch nie in seinem Leben irgendwas anderes gesehen. Na gut. Wow. Hi. Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Ich bin der Turmwächter. Was ist dein Begehr? Wie antworte ich? Freundlich oder unfreundlich? Unfreundlich. Wir sind aggro. Lass mich rein. Ich habe keine Zeit, mich dir zu erklären. Du hast Mut. So tritt in ein und beweise ihn. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen. In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Lachs, erfüllst du dein Schicksal? Vielleicht... Wenn ihr mich lasst? Zumindest ist das Tor jetzt offen. Na gut, gehen wir rein.